Beim Functional Footwear Design Konzept achten wir außerdem darauf, dass die Zehenbox vorne flach und gerade ist und nicht wie bei vielen herkömmlichen Schuhen vorne nach unten durchgebogen ist. Warum macht man das in der Schuhindustrie? Grund dafür ist, dass der Schuh oftmals möglichst zierlich und klein wirken soll. Das heißt aber auch, dass der Fuß, wenn er in eine engere, kleinere Form gezwängt wird, sich im Volumen ja nicht verändert. Und dieses Volumen muss irgendwo hin. Damit man es nicht nach oben ausgestaltet, hatten die Leistenbauer die Idee, die Situation nach unten zu verlegen. Das führt aber dazu, dass der Fuß vorne in der Mitte durchgetreten wird und wir hier unter dem Mittelfußköpfchen diesen Schmerz bekommen, vor allem an langen Tagen auf den Beinen. Beim Functional Footwear Design Konzept mit der flachen, geraden Zehenbox hier vorne liegen die Mittelfußköpfchen alle eben auf und so wird Schmerz vermieden.